Malte? Mann. Wir sind doch zwei authentische Jungs, oder? Na klar. Moin Leute, herzlich willkommen zu Malte und Marc Talk Malls. Und heute, um das, ich erkläre es direkt, haben wir einen Whisky von Cadenheads aus der Authentic Collection. Und deswegen sind wir heute noch authentischer als sonst. Weißt du gleich Bescheid? Ich mache einmal den Weg nach vorne. Das ist eine Standard Liquor Bottle. Ich lasse sie deswegen mal in der Umverpackung. Wir haben einen Glengarry 25 Jahre. Holy moly. Zum 175-jährigen Bestehen von Cadenheads. Jetzt rede ich wieder mit euch. Von Cadenheads. Abgefüllt im Sommer 2017, destilliert 1991, 222 Flaschen, Bourbon Hogshead 47%, Fassstärke, wie wir gerade noch gesehen haben. Wir haben es gesucht, es steht hier zentral in goldener Schrift, etwas schwer zu lesen hier bei unserem Hightech-Studio-Licht. Authentisch. Ja, ja. Hi. Halleluja. Kommt mir da, rutscht mir da sofort raus. Ja. Das ist mal fruchtig. Ja. Das ist mal fruchtig. So richtig. So ein bisschen die stechende Sorte von Tropi Frutti, oder? Ja. So dieses, das habe ich, glaube ich, schon 12 Mal im Video gesagt. Bei Ananas habe ich das. Weißt du, wenn Ananas sehr süß ist, dann hat man ja dieses, dass es schon so stechend ist. So. Erzähl du doch mal was. Ich erzähle immer nur noch dasselbe. Nee, ich finde auch, dass das Beste, was man sich beim Bourbon fast eigentlich vorstellt, oder was ich mir daraus vorstelle, diese schöne Süße aus hellen Früchten, also entweder Ananas, also so im Tropenbereich, oder auch Apfel, süßer Apfel, saurer Traube. Und davon hat man hier viel. Den Alkohol hat man dafür nicht viel. Nee. 47% ist nach 25 Jahren einfach sehr, sehr schön eingebunden. Mhm. Was ist denn heute hier los? Im letzten Video hatten wir Drum and Bass, glaube ich. Müssen wir mal gucken, ob wir das rauseditiert kriegen. Jetzt wird hier gepfiffen. Und auch der hier wieder richtig schön ölig im Glas. Läuft's. Ja, oh Gott, ganz, ganz langsam. Ne? Ja. Mal gucken, ob man euch das hier zeigen kann. Ja, die Fenster sind. Du bist unser Viskositätsmensch mittlerweile. Ne? Das ist immer dein Ding. Das ist so ein Fetisch hier. So langsam. Ja. Ach, richtig schön. Der ist jetzt schon eine Weile offen. Da ist auch nicht mehr so viel. Ich glaube, ungefähr bis hier ist noch in der Flasche. Das, finde ich, tut Ex-Bourbon-gelagerten Whiskys auch häufig einfach gut. Ja. Und nach 25 Jahren, der ist jetzt nicht 2017 aufgemacht, aber nach 25 Jahren, finde ich, muss man auch wenig Angst haben, dass der kippt oder sowas, wenn er nicht rauchig ist. Ich glaube, rauchige Whiskys, da bin ich immer vorsichtig, aber bei nicht rauchigen passiert da nicht mehr viel. Ja. Wollen wir endlich mal probieren? Oh ja, lass uns. Slange. Der erinnert mich unheimlich an den Glenelgen von Signatory. Ja. Hatten wir den im Video? Weiß nicht. Ja. Falls ja, dann hau ich den mit rein. Oh, der ist toll. Der ist toll. Ein kleiner Punkt ist es bei mir. Hinten raus massiv Eiche. Ja. Und das ist Klein Malte wird es wieder zu viel, aber bei dir tickt es eine Box ab. So, ja, auf jeden Fall. Vielleicht getriggert. Ja, ich werde einfach mal. Okay, jetzt geht's los. Freihand. Ja, also so viel Eiche kommt dann auch nicht. Also ich bin schon. Doch. Also er hat schon eine richtige Fracht Eiche hinten raus. Ich bin immer noch auf dem
Auf dem Fruchtzug, nein. Auf der Süße. Auf dem Weg zum Bazar. Ja. Nee, mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen gelegt, auch die Würze, die Eiche. Und ist immer noch. Ist er besser? Für mich bringt so ein ganz kleiner Tropfen Wasser, bringt hinten die Eiche ein bisschen. Der legt sich hier so rein. Entschuldigung. Also, gehört sich wahrscheinlich nicht so zu sprechen, aber das legt sich hier richtig trocken, ne? Rein. Und aber die Frucht, diese. Ich glaube, es ist so melonig. Ein bisschen Melone, Ananas. In die Richtung. Honigmelone. Ja. Mehr. Ja. So, nee, nicht Wassermelone. Honigmelone, so in diese Richtung. Mhm. Und dann dieses leicht pritzende, ananassige. Mhm. Jetzt hinten raus. Sehr. Fast in so eine. Trinke ich ja ganz, ganz wenig, aber in so eine Kaffee-Richtung. Ne? Dieses holzige. Mit in so eine ganz. Oder. Bitterschokolade. Daher kenne ich das, glaube ich, weil so Schokolade mit ganz viel Kakao macht den Mund ja auch so trocken. Ja. Das ist ja so richtig staubig und das habe ich hier so ein bisschen. Ja. Auch noch einen sehr trockenen Wein. Also für mich ist vor allen Dingen der Antrunk, ja, also der Erstkontakt auf der Zunge, das finde ich ist das Schönste. Und dann so zum Abgang hin, dann kommt einmal so ein bisschen zu viel die Eiche. Und wenn man ihn dann aber mal wieder 2 Minuten vergehen lässt, dann merkt man einfach, wie viel da noch drin ist. Ne? Das ist so ein Glas, wenn das leer ist, das kann man super stehen lassen über Nacht und am nächsten Morgen einmal dran riechen. Weil dann hast du, glaube ich, diese ganze Fruchtgeschichte, riechst du dann ganz, ganz doll, wenn der Alkohol ein bisschen verflogen ist. Mhm. Also Tipp für euch, ne? Auch gerne mal abends faul sein, das Glas neben die Spüle stellen und am nächsten Morgen mal dran riechen. Nichts einschenken und trinken, nur dran riechen. Im Gegensatz zu den stark rauchigen Whiskys, wenn man die leeren Gläser denn da stehen lässt. Und kommst du morgens in die Küche? Ja, ach, weiß ich nicht. Kann man sich vorstellen, man hätte einen Kamin, wenn man keinen hat. Ja. Ah, ich habe keinen Kamin, ich hätte gerne einen vielleicht. Siehst du? Kannst dich mal morgens selbst überraschen. Ja. Abschließende Worte, während wir verlassen so ein bisschen die Whisky-Besprechungsrichtung gerade. Ich finde den Anklang und den Abgang an sich toll. Ich trinke aber auch Kaffee und Zartbitterschokolade mag ich auch alles sehr gern. Und ich finde gerade diesen Kontrast auch ganz toll. Also. Mhm. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Von Marc gibt es einen Daumen hoch. Ja, haben die bei Cadenheads zum 175. gab es jetzt nicht nur diese Flasche. Ich glaube, das wurde in dem Jahr, glaube ich, überall drauf gedruckt oder so. Haben sie auf jeden Fall was richtig Gutes rausgesucht. Ne? Ja. Happy Birthday. Nachträglich. 3 Jahre später. Alles Gute zum 178. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Den versteht kein Mensch. Super geil, den erklären wir gleich noch. Cast Strength steht da sogar. Okay. Oh. Steht fett hier drüber. Schreibschriften, denn auf Gold. Ja.